Willkommen von dem Drescher. Nein, zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Machen wir hier mal ein schickes, schnelles Wendemanöver. Jupp, einmal Vollgas. Ja, schön wäre es gewesen. Tempomat springt immer raus. So, das Feld. Ich glaube eher nicht, dass ich das heute Abend noch fertig kriege. Ich glaube, das müssen wir dann morgen früh fertig machen. Das ist ja ein bisschen größer wie das andere. Und dann schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt meinen Marlon gefragt und er hat gesagt, wir machen so 1-1. 1-1 netto, fertig, komplett. Ja. Okay, passt. Das ist sehr nett. Wir könnten am Ende der Reihe nochmal abtanken. Dann bist du, glaube ich, schon wieder voll. Ich fahre noch kurz zum Ende. Ja, ich fahre auch nur schon mal hin. Ja, stopp. Falschen Knopf gedrückt. So. Das müssen wir aber noch mal üben. Ja, ich wollte da nicht über die Frucht fahren. Da steht da noch was. Ja, so ein ganz klein bisschen. Ja, ist für die Probe. Ich fahr mal kurz wieder weg. Jo, passt. So. Nur wird es ganz schön knapp, dass wir morgen am Pferderennen teilnehmen können. Aber ich gebe mein Bestes. Weiß nicht, ob wir das bis um 8 morgen früh schaffen. Weil zum Pferderennen müssen wir ganz schön weit fahren. Mal hoffen, dass es ausreichend ist. Die Zeit, weil sonst könnte es passieren. Dass es fällt. Ja, wobei. Es könnte auch danach noch gut sein. Doof wäre es auf jeden Fall, wenn das andere Feld mir vergammelt. Weil dann haben wir nur ein Feld Gewinn gemacht.
So, wir haben jetzt schon um die 80.000 müssten schon im Silo sein. 87.800. Das ist fein. 877 ist der Preis gerade. Beim Lidl. Ist jetzt nicht so... Ah, Mist. Jetzt nicht... Noch nicht optimal. Aber könnten wir machen, um dann eben... Oh Gott, da fehlt noch mehr. Könnten wir machen, um dann den Metzger morgen zu kaufen. Und je nachdem ist Race jetzt auch beim Pferderennen, dann können wir das zusammen managen. Das gelbe Gold sozusagen vom Feld. Der Dinkel. GPS wäre hier schon ganz interessant, aber das kostet natürlich zum Nachrüsten einiges an Geld und deshalb haben wir das erstmal nicht. Das ist, glaube ich, pro Fahrzeug 15.000, wenn du GPS nachrüstest. Das muss ich auch erst leisten können. Ich glaube, das erste Fahrzeug, an dem ich es einbauen werde, ist eventuell der JD. Damit ich den locker easy zum Düngen nehmen kann. Wo habe ich denn hier so eine... eine Kante drin, ey. Was habe ich denn da für einen Schrott zusammengefahren? So. So wie es jetzt gerade aussieht, wird man das Feld heute Abend doch noch fertig kriegen. Ich habe jetzt 6000 irgendwas Liter drin, aber passt schon. Ja, ich meine, solange mein Anhänger noch nicht voll ist, kann ich ja noch nebenher fahren. Jojo. Weißt du, wie viele schon im Silo waren jetzt? Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Warte mal, ich habe doch vorhin geschaut. Ja, 88.000 circa. Ja, von den zwei Feldern hier sollten 110.000, 115.000 Liter runterkommen.
Manchmal verliere ich ein bisschen die Spur. Ja, das passiert ja eben mal. So, je nachdem reicht es mir auf jeden Fall, das komplette Feld abzuernten. Ich weiß nicht, ob der Jürgen. Und dann, oder je nachdem, wenn es fertig ist, ist es fertig. Dann können wir schlafen. Oder noch ein bisschen ins Tablet gucken, um so die Produktion mal überlegen, was da möglich ist. Oh oh. Oh oh. Okay, hat sich doch schon erledigt. Wir haben die Nacht kurz mal durchgearbeitet. Herr Varuna! Herr Varuna! Hm? Hallo! Ich sehe hier gar niemand. Hallo! Ich sehe irgendwie nur Stimmen. Hallo! Ach, da ist einer. Ja, was ist los? Dein MAN steht da. Danke. Was? Ja, nee, passt. Danke. Okay, ciao. Tschüss. Mist, ey. Hatte ich jetzt schon Schiss, dass der erkennt, dass das ein Drescher ist. Da hatte ich ja genug mal Glück gehabt. Der meckert jetzt wegen Drescher rum. Ich habe an das Auto habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Aber naja. So, jetzt haben wir gleich schon 8. Spätestens um 8:30 müssen wir los. Und 2 Bahnen müssten es hier noch sein. Eventuell 3. Habe ich ordentliche Kanten reingefahren in der Nacht. Stimmt, das Teil wollte ich ja in John Deere grün. Fällt mir da auch gerade wieder ein. Wobei ich mich, glaube ich, markentechnisch noch mal ein bisschen umorientieren werde. Und zwar, weiß nicht, gefällt mir Glas eigentlich auch farbentechnisch ziemlich gut. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich mir als nächstes eher einen Glas noch organisieren werde. Mein Xerion ist ja schon ganz nice. Aber so einen Axion oder Arion, so ein bisschen normalen Feldtraktor im Vergleich zum JD. Könnte man sich vielleicht auch gönnen. Nee, schon wieder ein bisschen was stehen gelassen. Ey. Und das, wo ich diesmal keine Zeit habe, nur noch Gas geben. Ich bin bei 80%. Jo, dann komme ich wieder runter.
Ist das Rohr jetzt draußen oder nicht? Nee, jetzt ist gerade wieder drin. Jetzt? Ja, jetzt kommt es gerade raus. Muss in einer halben Stunde los. Keine Zeit, deshalb müssen wir bei einem Fahren abtanken. So, hoffentlich die letzte Bahn. In diesem Sinne aber erstmal, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Schaut gerne morgen wieder rein, da sind wir uns dann, oder befinden wir uns auf jeden Fall dann beim Pferderennen. Ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.